Ja, grüß euch, ich bin die Katharina Meyer und ich begrüße euch ganz herzlich auf eurer virtuellen Reise durch Bayern und ich bin Tanzmeisterin. Also das heißt, ich tanze mit euch, normalerweise mit ganz viel Leid und jetzt, nachdem das aber momentan ja alles überhaupt nicht geht, zu meinem Leidwesen kein einziges Tanzfest stattfindet, darf ich euch gerade, ihr seht es schon, zu mir ins Wohnzimmer einladen. Ich habe mir gedacht, das ist eine super Gelegenheit, mal wieder zu tanzen und das mit euch. Und ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist denn eine Tanzmeisterin eigentlich? Was tut denn die so? Das ist so ein Zwischending zwischen Tanzlehrerin, Tanzlustvermittlerin und auch eine Anleiterin. Das heißt, in Bayern gibt es einfach viele große Tanzfeste normalerweise, wenn nicht gerade eine außergewöhnliche Zeit ist. Und da darf man im ganzen Jahr mit Live-Musik, die ist dann in einer ganz großen Besetzung, also 5 bis 8 Leute spulen dann live und da dürfen die Leute dazu tanzen, zu allen möglichen Festen, ob Maidanz oder Katrin-Tanz oder auch einfach Kirchweih, der Kochhallball in München, also große Veranstaltungen, wo viele, viele Leute teilnehmen und dann ist so ein Tanzmeister sehr gut, weil der zeigt alle Leute, wie sie sich ganz einfach zur gespielten Musik bewegen können, also sozusagen wirklich kann jeder, der da gerade am Tisch sitzt, aufstehen und mitmachen. Dafür bin ich da, um die einfachsten Schritte zu zeigen. Und weil ich alleine nicht ganz so gut tanzt, habe ich mir meinen Mann, komm her, also das ist der Stefan. Und der Stefan unterstützt mich, weil ihr werdet vielleicht daheim auch einen Mann auf dem Cannabis sitzen haben. Oder die Oma im Haus, oder wenn man jetzt ja so daheim eingeschlossen ist, dann hat man vermutlich die ganze Verwandtschaft irgendwo umeinander. Und da kann man natürlich jeden dazu auffordern, mit einem vielleicht ein bisschen ein Tänzlein zu wagen. Und man kann es jetzt natürlich nicht mit jedem, aber mit der Verwandtschaft daheim geht es ganz gut. Und da ja, ihr könnt natürlich auch alleine tanzen, das ist klar. Aber da es zu zweit einfach schöner ist, schnappt euch den Mo vom Cannabis und dürft jetzt natürlich bei mir live im Wohnzimmer mitmachen. Ich habe ein paar Tänze ausgewählt, möglichst einfache, möglichst solche, die man sofort mittanzen kann und die man auch häufig braucht, weil wenn sie dann doch irgendwann mal in echt nach Bayern kommt, zum Beispiel zum Kochhallball, der ist immer Ende Juli, vielleicht geht es ja bis dahin schon wieder, und dann könnt ihr dort direkt mittanzen, ohne dass ihr vorher was kennen müsst und habt jetzt schon mal so eine kleine Einführung gekriegt. Wir würden mit einem Walzer anfangen, weil Walzer ist eigentlich einer der meistgetanzten Tänze auch in Bayern. Und wenn man so am Tanzboden ist, dann kommen zahlreiche Walzer über den Tanz hinweg vor. Und wenn wir den schon mal können, dann haben wir eigentlich schon gewonnen und können eigentlich schon ziemlich viel mittanzen. Und der ist auch ganz einfach, nämlich beim Walzer wiegt man einfach nur immer hin und her. Ich sag's euch, man wiegt hin und her und hin und her. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was wir da machen mit den Armen, schaut her, der Mo reicht seine linke Hand nach vorn der Dame, sie tut um drauf. Und die rechte, weil die einfach auch die starke Hand meistens ist, greift hintumher dumm und dann werden wir einfach gemeinsam wiegen. Und das Ganze im Kreis herum. Und weil das natürlich mit Musik voll schöner ist, habe ich euch anstatt dieser wunderbaren Live-Musik, habe ich euch eine Musik mitgebracht. Schaut mal her, die ist da drauf. Und weil ich das so gern live mag, diese Interaktion mit den Musikanten, ich mache mich wieder schön für euch. So, könnt ihr eine CD hören, die live aufgenommen ist, ganz live. Und die spule ich jetzt einfach virtuell hier ab und da kriegt ihr jetzt gleich einen Walzer. Moment. Jetzt. Gut. So, jetzt passt's auf, schnallt euch hoch, so, angenehm. Und dann geht's hin und her und hin und her. Und das Ganze kann man so ein bisschen im Kreis herumwiegen. Genau. Und reißt ruhig euren Mo von der Couch auf, weil nämlich das ist nichts anderes wie hin und her schunkeln. Wer auf der Bierbank schunkeln kann, der kommt es da auch. Einfach hin und her. Also es gibt keine Entschuldigungen mehr, um auf der Couch sitzen zu bleiben. Hin und her und eins. Und immer auf diesen betonten Einser. Mehr ist nicht zu tun. Hin und her. Und wer jetzt sagt, ach, das kann ich doch alles schon. Und das Hin- und Herwiegen, das geht ja ganz leicht. Dann kriegt ihr noch eine Steigerung, nämlich. Den freien Fuß kann man noch rantippen. Also auf die 2. Ich sag's euch, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann geht immer der freie Fuß, stellt sich so ein bisschen seitlich ran. Und dann geht's im Kreis herum.
Und wenn das zu viel ist, kann einfach wieder zum gemütlichen Schunkeln übergehen. Ah, hin und her. Genau, ich hoffe, ihr macht das jetzt im Wohnzimmer gerade schon mit. Oh, ich sehe die alle tanzen. Ich sehe auch das große Tanzpublikum. Hin, her, hin und her und hin. Genau, und dann kennt ihr immer zwischendrin. Ja, wem es schwindelig wird bei der Hin- und Her-Dralerei, kann man einfach auch mal die Dame rausdrehen und dann weiter wiegen. Genau, da hat er dann gar nichts zum Tor, er braucht bloß seinen Arm aufheben. Also der Mo oder derjenige, der sich als solcher fühlt, der hebt den Arm auf und sie trat durch. Im wahrsten Sinn des Wortes, total begeistert. Genau. Und jetzt mache ich das schnell wieder aus. Moment, pass auf. Und stopp. Das ist ein bisschen hart, ich weiß. Also normalerweise würde da die Live-Musik einen wunderbaren Abschluss spielen. Aber ihr wollt ja jetzt noch ein bisschen mehr lernen. Und jetzt würde ich euch als nächstes einen bisschen komplexeren Tanz zeigen. Und zwar heißt der Borischer oder Bayerisch Polka. Und den Walzerschritt habt ihr jetzt ja schon perfekt kennen. Und bei dem Borischen ist es so, dass man einen Dreierschritt braucht. Also schaut mal da meine Füße, so. Und wir haben ja vorher schon gesagt, linke Hand er, rechte sie. Und das ist die Hand, zu der wir immer hingängern. Und da fangen wir einfach an mit diesem gemeinsamen Fuß. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Man geht vor, zwei, drei. Und wieder hinter, zwei, drei. Und vor, zwei, drei. Und rück, zwei, drei. Und vor, zwei, drei. Also ich glaube, das habt ihr im Griff. Das ist ein bisschen wie cha, 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 cha. Tja, und also wer Gesellschaftstänzer ist, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Jetzt braucht es aber nur ein bisschen was. Nämlich 1, 2, 3 hin und 1, 2, 3 her und dann 1, 2, dieser Wiegeschritt, den Sie vom Walzer schon kennt. 1, 2, 3 hin und 1, 2, 3 her und hin, her, hin und dann geht das Ganze noch im Kreis herum. Vor 2, 3 und zurück 2, 3 und jetzt Wieg hin, her, hin, oh, wir haben es ganz rum geschafft. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und rundherum. Und weil es mit Musik natürlich viel schöner ist, habe ich euch einen Borischen, einen echten Borischen mitgebracht. Und man erkennt auch immer die Tänze am Rhythmus der Musik natürlich. Und das ist beim Walzer natürlich immer eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und den Borischen mit eins, zwei, eins, zwei, eins. Also einfach ein bisschen ein anderer Rhythmus, aber daran erkennt man eben, was man tanzen muss. So. Jetzt, glaube ich, läuft er gleich los. Ah, wunderbar. So, Stefan, jetzt geht's los. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und hin, her. Runde Herzschuh. Und Groove, zwei, drei. Und Wechselschritt. Und rundherum. Und hin, zwei, drei. Oh ja, zwei, drei. Ich glaube, das habt ihr im Griff. Jetzt gibt's noch eine Idee. Eins, zwei, drei. Eins. Da kann man nämlich weg voneinander gehen. Ja, pass auf, man geht jetzt. Und weg, zwei, drei. Wieder hin, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Man geht auseinander, man geht auseinander. Wieder zusammen. Und eins, zwei. Und natürlich gibt es noch Möglichkeiten. Eins, zwei, drei. Hin, zwei, drei. Genau, das ist natürlich total groovig. Es ist immer so ram, ba, ba. Immer ganz genau auf die Musik. Das ist das Schöne beim bordischen Tanzen, dass alles perfekt von der Musik begleitet ist, was ich da tue. Und eins, zwei. Jetzt sage ich nochmal die Drehung. Und eins, zwei, drei. Und wieder zurück. Und eins, zwei. Jetzt machen wir es ein letztes Mal. Und aussehen. Und wieder zusammen. Was mache ich, während du drehst? Du gehst einfach zur Seite. Und der Mo geht einfach zur Seite und wieder her. Und dann fängt man sich einfach wieder ein. Oh, und das ist außerdem mein absoluter Lieblingstanz. Weil das die Seele des bayerischen Tanzes eigentlich widerspiegelt. Nämlich so was total Bodenständiges, was Grooviges, was Erdiges. Und einfach perfekt zum Rhythmus von der Musik passt. Genau. Aber jetzt hören wir auch schon wieder auf. Weil nämlich wir haben noch einiges vor. Achtung, jetzt werde ich wieder eiskalt. Zack. Und aus. Jetzt wärst du gerade warm, gell? Es hilft einfach nichts. Gut. Jetzt bin ich wieder schön. So.
Nächster Tanz. Seid ihr noch dabei? Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Also wenn ich euch zu schnell bin, könnt ihr jetzt gar nichts machen. Dann müsst ihr einfach durch. Und wenn euch warm ist, könnt ihr auch schnell einen Schluck trinken oder irgendwas oder das Fenster aufreißen. Ihr redet dabei einfach weiter. Also der nächste Tanz, jetzt haben wir uns ein bisschen eingegroovt langsam. Gell? Walzer war relativ langsam, der Bordische war schon ein bisschen dynamischer. Und was man natürlich auch noch dringend braucht, ist was, was man auf ein bisschen schnellere Musik tanzen kann. Also zum Beispiel ein Polka. Polka-Schritt ist eigentlich auch sehr bekannt, gibt verschiedene Tempi im Polka, also es gibt langsamere Polka, da zählt jetzt der Bordische, den wir gerade gemacht haben, nämlich auch schon dazu. Das ist eine langsame Polka-Form und jetzt steigern wir das Tempo ein bisschen und da tanzt man dann nicht mehr Wechselschritte und Dreher in der Mitte, sondern bleibt bei den Wechselschritten. Also das heißt, was ihr gerade schon gelernt habt, das Hin 2-3 und Her 2-3 bleibt genau gleich, nur der Rhythmus verändert sich ein bisschen. Probieren wir gleich mal aus. Also da haben die Füße und man geht wieder zur gefassten Hand. Hin 2-3, Her 2-3. Hin 2-3, also ihr merkt schon, es ist so ein bisschen schneller als vorher. Hin 2-3 und das Ganze geht natürlich wieder Hin 2-3, Her 2-3. Hin 2-3, Herz 2. Und ihr müsst euch eiskalt dabei bleiben. Immer hin 2-3 und her 2-3. Genau. Und so tanzt man beim Polka normalerweise einfach einen ganzen Tanz durch. Da braucht man sich überhaupt nichts anderes merken. Das probieren wir jetzt gleich aus. Ich habe jetzt erst einmal ein bisschen langsamere Musik vorbereitet. Und dann werden wir das Tempo vermutlich noch ein bisschen steigern. Achtung. Ah, Herz ist... Genau. Spürt es. Noch viel wichtiger, genau. So, Achtung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir steigen ein, gell? Ja. Wir auch, oder? Oh, und 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich verwirre manchmal meinen Mann auch ein bisschen, aber das gehört dazu. Das dürft ihr. 1, 2, 3. Hin, 2, 3. Und her, 2, 3. Und hin, 2, 3. Und her, 2, 3. Und das Gute ist, mein Mo macht eigentlich immer überall mit. Das ist eigentlich kein geborener Native-Tänzer, aber der kann das alles auf Anhieb. Und das ist das Schöne, ihr nämlich auch. Da muss man nicht viel kennen. Und hin, zwei, drei, und her, zwei, drei, und das Gute ist, das kann man auf jeden Marsch tanzen. Also Märsche sind ja auch total in, und da findet ihr im Internet tausende von Märschen. Und wenn ihr dazu bewegen wollt und euch das virtuelle Online-Yoga und sonstiges nicht mehr langt, dann könnt ihr einfach auf den Marsch stehen. 1, 2, 3. Und vor allem, wenn man mal Kontakt mit einer anderen Person haben möchte. Das Yoga ist doch auch auf die Dauer ein bisschen einsam. Und wenn man dazu zu zweit ist, dann ist es auf jeden Fall schon schön gemeinsam. Hin, 2, 3, Herz, 2, 3. Hin, 2, 3, Herz, 2, 3. Hin, 2, 3. Also ich glaube, das habt ihr auch schon, gell? Ich würde sagen, wir steigern jetzt das Tempo. Damit ihr mal wisst, was los ist. Okay, also mir ist auf jeden Fall schon warm. Ich hoffe, dir auch und euch hoffentlich auch. Jetzt passt auf, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt muss ich erst mal überlegen, was habe ich denn da für eine Nummer? Ja, dann, die muss ich da jetzt schon losspulen, wisst ihr? Weil das ist nämlich so, wenn ich Kommando gebe, schneller den Polka, zack, spulen die los. Und meine virtuelle Box, die braucht ein bisschen länger. Jetzt passt auf. Unser Herz ist, also ist es deutlich schneller als vorher. Also äußerst dynamisch. Jetzt passt auf. Und das ist der gleiche Schritt, gell? Das ist immer noch der Dreier-Schritt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hin, 2, 3. Herz, 2, 3. Hin, 2, 3. Herz, 2, 3. Hin, 2, 3. Herz, 2, 3. Und jetzt passt auf. Da geht einem natürlich nach kürzester Zeit die Luft aus. Und deswegen gibt es einen Sparschritt. Hin, Tipp, her, Tipp, hin, Tipp, hin, Tipp. Also ist eigentlich mit der Walzer bloß schneller. Hin, Tipp, her, Tipp, hin, Tipp, her. Locher die uns aus? Nein, die locher nicht, das ist die Live-Musik, verstehst du? Und hin, Tipp, her, Tipp, hin, Tipp, her, Tipp, hin, Tipp, her, Tipp. Ah, genau. Und so kann man den ganzen Tanz sich begeistert im Kreis herumdrehen. Jetzt machen wir den schnellen Dreher. Den kann man auf jeden schnelleren Polka tanzen und dann kann man sich im Kreis herumwirbeln.
Und natürlich kann man jetzt einfach laufen. Das ist quasi wie so joggen, wie dazu an der Isar, weil ich bin nämlich in München aufgewachsen. Und da kann man super Isar-Jogging machen, nur gemeinsam. Und immer zur gemeinsamen Hand den Schritt. Und jetzt schaut mal hier, was man da alles noch machen kann. Man kann einfach die Dame raustreten und weiterlaufen. Das Wichtigste ist, ihr müsst einmal weiterlaufen. Und theoretisch kann man jetzt alle Figuren, die man schon so aus der Tanzschule kennt. Ja? Er kann sich durchdrehen, ich kann mich durchdrehen und dann gehen wir wieder miteinander. Also alles, was ihr an Figuren jemals getanzt habt, kennt ihr laufenderweise. Ihr dürft nur niemals zum Laufen aufhören. Zack, zack, und im Rhythmus bleiben natürlich. Dafür haben wir ja die Musik. Lauf, 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 lauf. Und zur Not ist das allerbeste droh, dass man, wenn man mit dem Laufen nichts anfangen kann, nämlich sogar noch Fox tanzen kann auf jedem Polka. Jetzt müssen wir mal, Achtung, und Schritt, Schritt, Tipp, Schritt, Schritt, Tipp. Also man kann sogar noch den Tanzschul-Fox-Schritt. Schaut mal, wie gut das zum Rhythmus passt. Merkt ihr das? Also wer sagt, ich bin jetzt schon völlig überfordert mit dem ganzen Zeug, der packt einfach so den Tanzschul-Fox aus. Und auch da sind natürlich alle Fox-Figuren möglich, die ihr jemals gelernt habt. Also zum Beispiel Stirnsel raus dran. Tipp, zack, zack, tipp. Und weiter geht's. Und das ist natürlich auch sehr gemütlich. Da muss man dann nicht so hetzen, wie zum Beispiel beim Dreher. Da muss ich mein Mann nämlich schon ziemlich anschneiden. Und dann geht's hier im Kreis herum. Oder den Wechselschritt. Wechselschritt, Wechselschritt, Wechselschritt. Also den Original-Polka-Schritt. Wechselschritt, Wechselschritt, Wechselschritt. Oder den Sparschritt. Das ist der Wiegetipp, Wiegetipp, Wiegetipp. Jetzt ist aus, yay! Achtung, da mache ich doch gleich aus. Dann darf es einmal batzen, nämlich, wie das in Wirklichkeit wäre. Also Jubel, ihr hört es, Applaus und aus. Genau, wunderbar. So, huh, kannst du noch? Ja, klar. Und ihr hoffentlich auch. Weil jetzt geht es nämlich erst richtig los. Mein Scherz. Also es geht schon erst richtig los, aber nicht mehr ganz so schnaufert. Also ihr wisst, also schnaufert bedeutet so außer Atem, sondern ein bisschen ruhiger geht es jetzt weiter. Es gibt nämlich noch die Königsdisziplin der bayerischen Tänze, nämlich die Zwiefachen. Also wer jetzt nicht weiß, was ein Zwiefacher ist, Zwiefach, Zweifach, bedeutet, dass in dem Tanz die Taktarten wechseln. Also das heißt, wir werden jetzt halt nicht nur einen Taktart den ganzen Tanz durchschwingen, sondern wir müssen auf einen Taktwechsel der Musik reagieren. Und ich habe euch erst einmal einen relativ einfachen, es gibt einfache und sehr komplizierte Zwiefache. Bei einfachen Zwiefachen wiederholt sich der Rhythmuswechsel in einem vorhersehbaren Rhythmus. Also das heißt, ihr tanzt den ganzen Tanz durch denselben Taktwechsel. Nämlich zum Beispiel wie bei diesem nächsten Zwiefachen, der heißt Zähne geradeaus, da tanzt man immer zwei Dreherschritte, also man tanzt hin, her, dann zwei Walzer, Walzer und Walzer und hin, her, Walzer und ich mach's nur mal so zu euch, gell, hin, her, Walzer, damit ihr das sehen könnt, hin, her, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, hin, her, eins, zwei, drei und das Ganze geht natürlich im Kreis herum. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, hin, her, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, hin, her, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, hin, her, eins. Und damit ihr wisst, wie sich das musikalisch anhört, lassen wir die Musik dazu gleich laufen. Und immer ganz entspannt bleiben. Beim Zwiefachen, das ist einfach die Königsdisziplin. Und da ist es so, ich kenne jetzt wirklich viel Zwiefache, aber bei weitem nicht alle. Also es gibt einfach tausende von Zwiefache. Und jedes Mal ist die Challenge eigentlich, dass man sich wieder eine hört und erkennt, wie der Taktwechsel ist und dann den Taktwechsel tänzerisch auch noch dazu mit dem Partner umsetzt. Also ihr könnt es euch vorstellen, das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber bei so einem einfachen Zwiefachen geht das ganz gut. Hier, hab ihn schon. Jetzt geht's gleich los. Achtung! Und drehen! Dreher, Dreher, Walzer und Walzer. Dreher, Dreher, Walzer, Walzer und Dreh, Dreh, Walzer. Das bedeutet, Dreher bedeutet ein Schritt. Walzer und Walzer und Schritt, Schritt. Walzer und Walzer und Schritt,
Schritt, Walzer. Und ihr könnt natürlich immer den Walzer als Sparwalzer tanzen, gell? Hin, her, Schritt, Schritt, hin. Dann habt ihr zwei schnelle, eins, zwei, jetzt langsam. Schnell, schnell, lang, lang. Nur wieg, wieg, wieg langsam, langsam. Wieg schnell, schnell, langsam, langsam. Schnell, schnell, langsam, langsam. Und schnell, schnell, langsam. Noch eine Runde, oder? Schnell, schnell, langsam. Das schafft ihr. Und schnell, schnell, langsam, langsam. Und dreh, dreh, Walzer und Walzer. Und dreh, dreh, Walzer und Walzer. Und hin, her, Walzer und Walzer. Und hin, her. Hört's genau auf die Musik. Dreh, dreh, Walzer und Walzer. Und dreh, dreh, Walzer. Wunderbar. Ich glaube, das Hammer, das habt ihr. Der hat sich ja wirklich, Achtung, stopp, jetzt kann ich wieder sagen. Der hat sich wirklich wunderbar wiederholt, immer gleich. Und jetzt gibt's einen. Hälfte gut. Danke. Jetzt hat es einen zerrissen, mein Mo, schaut mal. Also es ist nur immer so, wenn es anstrengend ist. Also der nächste, der heißt Nagelschmied. Und das Gute bei den Zwiefachen ist, die haben meistens einen ganz kurzen Text am Anfang, bei dem man sich also entweder mitsingen kann oder mitsprechen oder sich den Rhythmus des Zwiefachen erschließen kann. Und bei dem ist so, da heißt es, Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei und Sulzern, Euder, Nagelschmied sei. Also die Texte sind jetzt nicht immer so wahnsinnig erbaulich, aber das ist völlig wurscht. Es geht eigentlich nur darum, dass man sozusagen den Zwiefachen in sich rein manövriert, dass man nicht spricht, dass man tanzt, dass man eben singt. Genau. Und da ist so, da gibt es nämlich eine Melodie natürlich auch dazu. Und die heißt, Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei und Sulzern, Euder, Nagelschmied sei. Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei. Also das erste Gesatzl ist, Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei und Sulzern, Euder, Nagelschmied sei. Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei. Und der zweite Teil ist dann, Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei, muss sei. Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei. Und Sulzern, Euder, Nagelschmied sei. Und ihr merkt schon an der Rhythmisierung meines wundervollen Gesangs, das ist wirklich dass, wundervoll. Ja, dass das Ganze sich verändert im Rhythmus. Und deswegen, wenn man das Gesatzl kennt, kann man diesen Rhythmuswechsel wunderbar mittanzen. Also ihr habt es ja jetzt gehört und jetzt werden wir es mal mit der Musik probieren. Und ich werde es einfach mit euch tanzen. Es kommen wie vorher auch immer Dreherschritte und Walzerschritte. Dreher, Dreher, Walzer und Walzer und Dreher, Dreher, Walzer und Walzer. Bis dahin recht regelmäßig. Immer zwei Dreher und zwei Walzer, genau wie beim 10 Grados, den wir vorher schon gehabt haben. Und dann kommt ein Einwurf in der Mitte, wo man nur Dreherschritte tanzt, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Ich mach's mit euch. Schau mal, ob ich ihn find. Jetzt auch das. Jetzt. Dreher, Dreher, Walzer und Walzer und Dreher, Dreher, Walzer und Dreh, 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 Walzer bei der Nacht. Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei und Sulzer, Leuter, Nagelschmied sei. Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei. Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei, muss sei. Gniegel, Gnagel, kein Rhythmus sei und Sulzer, Leuter, Nagelschmied sei. Jetzt hört ihr schon. Wenn ich mitsinge, dann passt genau zum Rhythmus. Dreher, Dreher, Walzer und Dreher, Dreher, Walzer und Walzer. Dreher, Dreher, Achtung und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Walzer bei der Nacht. Dreher, Dreher, Walzer, Walzer und Dreher, Dreher, Walzer und Walzer. Dreher, Dreher. Und da muss man echt aufpassen, dass man nicht rauskommt. Konzentration. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walzer. Ah, wunderbar. Ganz schön herausfordernd für mich. Aus dem Haus. Das geht dann ungefähr so 3 Minuten dahin. Und wenn man Glück hat, dann hat man in den 3 Minuten irgendwann rausgefunden, wie es geht. Und meistens ist es leider so, gerade hast du es rausgefunden und denkst, ja. Yeah, und der Partner tut auch noch mit
und dann ist er aus der Zwiefache. Oh. Und die nächsten Zwiefachen hörst du dann erst wieder beim nächsten Tanzfest und hoffst, dass das derselbe ist, den du gerade beim letzten Mal schon kennen hast. So ist es und das ist einfach auch einer meiner Lieblingstänze. Der Borisch ist mir schon noch fast nur ein bisschen lieber, weil man nicht so viel denken muss. Da tanzt man nämlich den ganzen Tanz einfach dasselbe. Und beim Zwiefachen muss man sich schon ganz schön konzentrieren, dass man da mitkommt. Und jetzt habe ich mir noch einen kleinen Rausschmeißer für euch gedacht. Also weil, wenn wir jetzt dann schon fertig sind, dann soll es auch wie auf einem Tanzfest sein, dass man wirklich auch ins Schnaufen kommt und sagt, oh, jetzt kann ich mich problemlos hinhocken und es macht jetzt nichts, dass nicht nur eine Stunde lang weitergeht. Und dafür habe ich einen schnelleren Polka vorbereitet. Und wenn ihr da jetzt daheim mitmacht, könnt ihr, wie wir vorher gesagt haben, Dreher drauf tanzen, Fox drauf tanzen, alle Figuren einhauen, die euch halt so über den Weg laufen sind jemals in eurem Leben. Und es wird immer wunderbar funktionieren. Und bloß nicht zu kritisch sein, gell? Also Weiberleid, das bedeutet Frauen, das ist sehr, sehr liebevoll. Weiberleid ist sehr liebevoll im Borischen. Der hat dann auch die Männer nicht rumkritisieren, sondern lasst sie es einfach machen, weil je angenehmer das miteinander ist und je mehr Freude man dabei hat, desto schöner ist es auch. Und die Schritte, habt ihr ja schon gemerkt, die sind gar nicht so spektakulär und auch gar nicht so wichtig. Einfach laufen lassen und versuchen im Rhythmus zu bleiben. Das ist eigentlich so das Wichtigste dabei. Jetzt bin ich, muss ich schauen, was habe ich mir denn eigentlich überlegt, als schnelles? Was haben wir denn da schon? Ich habe mir das nämlich da drüben so aufgeschrieben. Auf deinen Schummler? Auf meinen Spickzettel habe ich das. Ah, den Dämmer. Den. Achtung. Jetzt habe ich wieder, weil ich habe nämlich schon so feuchte Finger, weil ich nämlich auch schon so schwitz. Etza! Jetzt passt auf. Genau, und jetzt hin, zwei, drei, so gemütlich können wir anfangen. Hin, tipp, her, tipp, hin, tipp, oder eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Das habt ihr vorher schon gesehen, ja? Und jetzt lassen wir es ein bisschen krachen, nämlich dreh, 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 dreh. Jetzt geht der Jogger los, gell? Jetzt könnt ihr einfach laufen. Und ihr dürft das ohne oder andere natürlich den ganzen Tanz durchtanzen, wo es euch gefreut. Oder auch Fox zum Beispiel. Wir bleiben beim Laufen, weil dann kommt man nämlich so wunderbar rausdrehen und auch wieder zurück und rundherum. Und dem Mo macht es meistens nichts aus, weil der bleibt einfach dabei und ich kann mich frei bewegen. Würde ich gerade mag und wenn er nicht so mag, dann schieb ihn einfach ein bisschen ums Eck. Genau. Und dann geht's weiter. Schieb mich nur. Da gehst du durchschauen. Ah, genau. Und wenn wir immer im Laufen bleiben, dann können wir das wunderbar machen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum man das einfach so mittanzen kann. Nämlich sofort vom Platz weg. Schaut, und eigentlich ist es bloß hin und her schunkeln. Und das Ganze dann im Kreis rum. Sagst du immer, joggen an der Amsel? Joggen an der Isar. Also ich bin an der Isar aufgewachsen. Also. Ja, also wo auch immer ihr einen Fluss habt, stellt euch vor, ihr joggt da entlang und habt halt noch was mit Drohhänger. Genau. Und dann könnt ihr euch wunderbar auch andersrum oder wieder zurück oder dadurch, wie es euch gerade gefreut. Jetzt haben wir, glaube ich, unser Wohnzimmer ziemlich eingetanzt. Und ihr euers vermutlich auch. Oh, mal aus jetzt ran. Gut, also jetzt entlasse ich euch aus diesem. Zack. Das war jetzt schon ganz schön lang. Und da kommt man ganz schön schnaufen. Und ich würde sagen, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen von dieser Tanzlust und von der Begeisterung spüren können, die ich für die bewegte Volkskultur habe. Und ich bin ja auch mit dem Ganzen aufgewachsen. Also mein Papa ist Volksmusikforscher und das ist für mich eigentlich wie Muttersprache. Und mich freut es einfach so, wenn ich einfach mehr Leute dazu einladen kann und euch einfach ein bisschen von dem Gefühl vermitteln kann, dass die bayerische Kultur nicht bloß so hockert ist und ein bisschen so konservativ und sondern dass das total bewegt und lustig und frei ist. Weißt du, man kann auch, egal mit wem tanzen ist, du musst auch nicht deinen Mo haben, sondern du tanzt einfach mit der Freundin oder mit deiner Tochter oder es darf einfach alles sein und auch bei uns bei den Tanzfesten darf immer jeder mit jedem tanzen und es lohnt sich auf jeden Fall nicht nur virtuell Bayern zu besuchen, sondern auch irgendwann, wenn es einmal wieder geht, in Wirklichkeit und ganz live. Und jetzt darf ich euch noch ganz herzlich einladen, live dabei zu bleiben, nämlich die Jungs von White Snow Gin? No, Snow White Gin. Snow White Gin. Ich glaube, es war Snow White Gin. Snow White Gin. Die entführen euch ins Spessart, beziehungsweise erzählen euch, warum sie das Spessart so lieben und wie daraus ein Gin entstanden ist. Um 19 Uhr. Und
ihr könnt natürlich da auch, oder was heißt natürlich, also ihr könnt da live mit Gin mixen. Also vielleicht riecht es euch schon Eiswürfel, Glasl, was auch immer man, und Gin natürlich her. Und ich darf mich von euch verabschieden. Ich freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht einmal in live begegnen, also so in echt live. Und darf mich noch bei meinem Mann, dem Stefan, bedanken, der immer alles mitmacht, was ich da so fabriziere. Und pfiat euch, servus und servus. Bis bald.